Ja, im Hintergrund sehen wir sogar Frau Polizeipräsidentin Dr. Slowik, wie sie wirklich ihr Produkt genießt. Könnten Sie vielleicht sagen, auch mit welchem Gefühl Sie als echter Berliner heute die Motorräder und E-Scooter an die Polizei Berlin übergeben haben? Ja, erstmal herzlichen Dank. Es ist für mich eine sehr große Freude, für uns als gesamtes Team, muss ich sagen, dass wir als Berliner Team den Berlinerinnen und Berlinern diese Produkte übergeben dürfen. Ich meine, hier kommt doch zusammen, was zusammengehört. Das sind die besten Polizeifahrzeuge, die wir uns vorstellen können, die es gibt, sowohl auf der Verbrennerseite wie auch auf der elektrischen Seite. Wir bauen sie vom Kern her nur in Berlin und wir können sie hier in der deutschen Hauptstadt präsentieren und den Polizistinnen und Polizisten übergeben. Denn wir möchten, dass die Polizistinnen und Polizisten Freude beim Fahren haben, dass sie Freude am Arbeitsplatz haben. Sie machen einen sensationellen Job. Ich glaube, es gibt kaum eine Polizei in Deutschland, die größeren Herausforderungen entgegensteht, wie hier in der deutschen Hauptstadt, wie in Berlin. Und insofern ist es nur recht und billig, dass sie auch extrem leistungsfähige Spitzenprodukte in der Hand haben, mit denen sie sich fortbewegen. Insofern ist es für uns und für unser Team ein Riesending, dass wir hier dieses Event auch machen dürfen. Sie sind Spandauer. Spandau hat auch einen sehr großen Polizeistandort. Hätten Sie sich vielleicht auch vorstellen können, Polizeibeamter zu werden, vielleicht sogar bei der Motorradstaffel oder als Motorradfahrer, als leidenschaftlicher BMW-Motorradfan? Also ich sage es ganz ehrlich, ich hätte mir nicht vorstellen können, Polizist oder hier Mitglied in der Staffel zu sein, denn meine Expertise ist in der Produktion, in der Herstellung von solchen Fahrzeugen und genau diese Stärke möchte ich dafür einbringen und mit dem Berliner Team von BMW Motorrad zusammenzuarbeiten. Das ist mein Traumberuf, das muss ich ehrlich sagen und den möchte ich gerne ausüben und damit auch diesen Beitrag hier in der Stadt für Berlin und später hoffentlich auch Brandenburg liefern zu dürfen. Da wünsche ich Ihnen weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. Danke.